Die Burg Leuchtenberg ist ab heute wieder belebt, denn es beginnt die 35. Burgfestspielsaison. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Oberpfälzer Heimat. Es beginnt mit dem Stück Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal ein bisschen rein. Er hat mich gut erkannt. Ich werde der Schabernack der Nacht genannt. Selbst Oberon lacht über meine Witze. Premiere des Stücks Ein Sommernachtstraum vom Landestheater Oberpfalz. Mit William Shakespeares klassischer Komödie sind die 35. Burgfestspiele Leuchtenberg eröffnet worden. Ein perfektes Stück für das Theater unter freiem Himmel. Als Frucht in ihren Cocktaillauer. Dringt sie, spuck ich herauf, schon schwappt ein Schauer von dem Gesöff auf ihre flachen Titten. Das ist ja, glaube ich, eines der Stücke, wo man ohne Fug und Recht behaupten kann, dass das zu Recht ein Klassiker ist, weil es einfach immer noch unerreicht ist, was die Verbindung angeht von literarischer, sprachlicher Schönheit mit derber Komik, mit Unterhaltung und Tiefgang und das Ganze auch noch zu einem sehr romantischen und poetischen Thema, nämlich das Thema Liebe. Und das ist natürlich für Sommertheater immer wieder ein sehr, sehr dankbares Thema. Die wollen mir einen Streich spielen. Die Burgfestspiele 2017 stehen unter dem Motto Verrückte Welt. Vor Ihnen, Liebster und Vertraut. Wenn es ein Stück gibt, wo es verrückt zugeht, dann ist es halt der Sommertraum. Deswegen haben das, daraus ist dieses Thema ja auch entstanden, weil es einfach dieser Wald, der ja auch ein symbolischer Wald ist, wie wir versucht haben darzustellen, und auch so ein Raum des Übergangs ist und der Erotik ist, einfach alles immer weiter durcheinander bringt, bis irgendwie die Handlungsstränge sich durchkreuzen und auch die Handlung zwischen den Personen so chaotisch wird, dass ja wirklich alles aus den Fugen gerät, bevor das sich wieder einrenkt. Und es geht ja ums Thema Liebe und das Thema Liebe ist halt, also Liebe ist halt chaotisch und Liebe ist nicht geordnet und Liebe ist halt Chaos. Und deswegen ist Liebe was Furchtbares und was ganz Tolles. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft von dem Stück. Die Schirmherrschaft für die Saison 2017 hat Heimatminister Dr. Markus Söder übernommen. Er traf die Mitwirkenden vor dem Stück und war vorab schon sehr gespannt, wie sie den Klassiker auf die Bühne bringen würden. Ich habe noch kein Stück gesehen, aber ich habe schon viel davon gehört. Das war die Grundlage dafür, warum wir auch den Heimatpreis verliehen haben. Für ein professionelles Theater, aber mit einer wundervollen Umgebung. Also nicht nur in einem festen Schauspielhaus, sondern in einer Umgebung, die der Heimat würdig ist. Hier sehen wir das ja, wie das dann stattfindet. Also ich freue mich sehr darauf. Die Kulisse und dann auch noch Shakespeare in der Oberpfalz. Viel mehr geht gar nicht, zeigte sich Söder im Vorfeld gespannt. Ich finde, das Geniale ist ja Umgebung und Stück zusammen. Das macht es ja aus. Ja? Also man kennt viele tolle Theater, da freut man sich. Aber wenn dann sozusagen das in so einer historischen Kulisse stattfindet, dann bekommt es eine ganz andere Art und Weise. Und Gott sei Dank regnet es heute nicht. Also insofern verspricht es auch einen guten Abend zu werden. Du bist da. Du, also ich bin da. Ja. Der Dings. Ah, der Zettel! Ja, mein Gott! Zettel! Also, das ist er. Alle Rollen spielen und nicht da sein. Hört sie das? Und es wurde wirklich ein guter Abend. Nicht nur für den Minister, sondern auch für die Zuschauer auf der vollbesetzten Tribüne. Sind wir alle da? Mir schon. Vollständig. Super, ganz, ganz toll. Echt war witzig, spritzig, also wirklich ganz toll. Wie immer eigentlich. Super, war schön, war echt gut gemacht. Ja, war schön, war was anderes. Es ist, ob man jetzt klassische Stücke oder Volksstücke anschaut, in Leuchtenberg ist es immer eine spielerische Leistung und ein Genuss, hierher zu fahren. Sprich, sprich, stumm. Ins Grab, du musst dein Bein. Die Bohne her. Tschüss, bestimmt gern. Ade. Die Premiere kam super an. Ein gelungener Auftakt der 35. Burgfestspiele, den das Publikum mit viel Applaus würdigte. Aber es gibt ja noch mehr Stücke in der neuen Saison.
Wir haben als Volksstück die Lokalbahn von Ludwig Thoma zum Thoma-Jahr diesmal rausgesucht. Wieder ein klassisches Volksstück, was auch sehr satirisch ist und was einfach unglaublich aktuell immer noch heutzutage ist, obwohl es jetzt wirklich schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und also spielt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir haben das dann in die 1950er Jahre transportiert. Und aber die Parallelen zu heute sind unverkennbar, nur dass es heute vielleicht um Stromtrassen und nicht mehr um Eisenbahnlinien geht. Und ich glaube, insgesamt sind es 4, also noch 2 Stücke. Was ist noch dabei? Wir spielen dann als Kinderstück Michel in der Suppenschüssel von Astrid Lindgren. Und in der Friedrichsburg nehmen wir wieder auf für Michel aus Rote Rosenringen, das 2-Personen-Stück über Hildegard Knef. Und als Schauspiel bringen wir dort Elling, das vermutlich einigen Leuten vielleicht noch von diesem norwegischen Film, der damals so Furore gemacht hat, bekannt ist. Also eine Tragikomödie, schauspielerisch sehr diffiziles, sehr feines Stück für die Kammerbühne. Er, guck, guck und der Esel, die hatten einen Streit. Ich liebe dich. Sie sehen, es gibt auch 2017 wieder eine Menge verschiedene Stücke und wenn Ihnen dieser kurze Einblick gefallen hat, dann kommen Sie selbst vorbei und schauen Sie sich eines an. Von der Oberpfälzer Heimat war es das für heute wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Machen Sie es gut. Servus.